Ah, jetzt kommt die Nachricht. Wir sind live on Facebook. Yay! Es hat sich Cool. gemeldet. Yeah, wir sind da, glaube ich, hoffe ich. Hallo. Wie schön. Also du siehst mich schon, insofern sind wir live. Wow. Herzlich willkommen, Technik, hier in unserem wundervollen Zweier-Interview, das wir für euch heute machen. Ich bin hier, ich bin Amira, ich bin Doula, Lustcoach und ganz neu Ausbildungsleiterin für Orgasmic Birth Business. Und hier ist bei mir heute die Tabitha. Ich grüße dich. Hallo. Hallo, Magst Amir. du, ja, voll schön, ich bin so aufgeregt. Magst du dich ein bisschen vorstellen, wer du bist? Was dich ausmacht und vor allem, was es mit der Schmerzkörper zur Ekstase zu tun hat. Ja, mache ich total gerne. Danke dir, liebe Amira. Ja, vielleicht kann man kurz sagen, wir haben uns über das Thema lustvoll gebären gefunden. Damit beschäftige ich mich sehr lange. Ich habe zwei Kinder geboren, muss ich dazu sagen, in der Hausgeburt. Das war mein absoluter Traum, das zu machen. Und es hat zum Glück auch wirklich gut geklappt mit den Hebammen. Was noch nicht so geklappt hat damals, war das tatsächlich so lustvoll zu gebären. Weil damals wusste ich noch gar nicht, wie das geht und dass man das überhaupt lernen kann. Ich dachte so immer, man muss das nehmen, was man hat und das Beste draus machen. Habe ich auch. Also meine zweite Geburt mit Bachata tanzen und Körper immer wieder schütteln. Das war schon ganz toll. Und meine Hebamme meinte, die kann immer noch dran denken an diese Geburt. Das hat sie so beeindruckt, wie schön das ganze Setting war. Aber letztendlich hat mich das noch mehr beschäftigt, dieser Weg, wie kann ich diesen Schmerz verwandeln in Lust und Ekstase? Und das ist dann bei mir ein jahrelanges Forschungsprojekt geworden. Was mich jetzt letztendlich dahin gebracht hat, wirklich zu gucken, unabhängig vom Gebären, wie kann ich ganz generell in meinem Leben viel mehr Lust in meinem Körper empfinden? Was brauche ich überhaupt dafür oder welche Hürden muss ich überwinden? So Thema Scham und was so gibt es für Konditionierungen, gerade im weiblichen Bereich? Ich sage mal so ganz plakativ, in der Vergangenheit, Großvater kontrolliert mich bei der Körperhygiene und sagt, da muss ich aber wirklich einen Waschlappen für unten und einen anderen für oben nehmen, ja? Und mit diesen Tabus bin ich halt so aufgewachsen. Ja. Und jetzt so im Laufe der Zeit habe ich mich wirklich sehr intensiv mit der Tantra-Massage beschäftigt, habe auch viel Frauen massiert, die entweder mit Missbrauch zu tun hatten. Das finde ich immer ganz spannend, ne, weil diese Erfahrungen machen uns dicht, machen zu. Ne, wo der Schmerz ist und die Angst, da ist es eng und da ist es schmerzhaft. Und wenn wir lustvoll gebären wollen, dann braucht es natürlich einen guten Umgang damit. Also was kann eine Frau selber konkret machen, um diesen alten Schmerz aus dem Körper rauszubringen, aus diese alten gespeicherten Emotionen aus dem Körper lösen. Und damit habe ich mich einfach immer tiefer und noch mehr beschäftigt, bis ich dann dieses Jahr sozusagen mein Schmerzkörper-Bootcamp gegründet habe, wo es darum geht, wirklich mit Lust und Freude die Schattenarbeit im Körper sozusagen in eine Transformation zu bringen. Also das mit Leichtigkeit und Lust und Freude zu machen und gleichzeitig aber mit dem Gewahrsein für diese Tiefe, die diese Themen natürlich mitbringen. Genau, und mit viel Körperarbeit, ich dann auch noch in der Leibarbeit, also ich habe an der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin, das ist eine Heilpraktikerschule, die einen sehr großen Fokus auch darauf hat, diese Verbindung zur Natur wieder zu stärken. Und zur eigenen Natur, der eigenen Intuition. Und dort habe ich auch noch mal ganz viel darüber gelernt, wie der Körper mit uns kommuniziert. Und wie wir wiederum mit unserem Körper so kommunizieren können, dass der Körper lernt und begreift, dass wir ihm die Sicherheit geben. Und damit können wir uns nämlich dann auch freimachen, na jetzt im Geburtskontext, freimachen von dem, was andere an Sicherheit für mich kreieren. Natürlich ist es gut, Unterstützung zu haben und so weiter, aber erstmal überhaupt den eigenen Körper so weit kennenzulernen, zu spüren, was gibt mir Sicherheit, was macht mir Angst und wie kann ich da immer mehr sozusagen aus diesen ganzen unterbewussten, keiner weiß es so richtig, wie es ist, dahin komme ich, sage, und da bin ich jetzt eigenverantwortlich und weiß genau, an welchen Schrauben ich drehen kann, körperlich,
mental, emotional, um diesen Schmerzkörper, der halt auch fühlbar ist. Ne? Manche spüren dann so ein bisschen Verspannung mal hier oder morgens in steifen Nacken oder hier der Kiefer fest. Und wir wissen ja, weißt du auch, Amira, aus der Geburtshilfe, wenn der Kiefer verspannt ist, natürlich auch das Becken verspannt. Genau, und das sozusagen spielerisch, lustvoll in der Bewegung zu erlösen, aber auch gleichzeitig mit dem Körper zu kommunizieren. Das ist so, wo meine Arbeit mich so immer mehr an diesen Punkt geführt hat. Super spannend. Ich freue mich schon total. Ich gebe mal ganz kurz für die das jetzt noch gar nicht wissen, wovon wir hier eigentlich reden, im Hintergrund. Also wir haben ja eben diese Weiterbildung zum Lustkurs-Coach, die jetzt im Januar startet, eine 10-monatige richtige entweder Ausbildung oder Weiterbildung mit sehr frei fließendem Format. Also es gibt nur wenige Seminare, die verpflichtend sind, den Rest können sich die Frauen frei zusammenstellen, je nachdem, was sie ja auch schon für eine Vorerfahrung mitbringen, um dann eben Frauen zu ihrer Lust und zum lustvollen Gebären zu begleiten und zu coachen oder auch unter der Geburt zu begleiten. Genau, und im Rahmen dessen haben wir eben viele tolle Gastdozenten, Tabitha ist eine davon, die einzelne Seminare anbieten. Und vielleicht kannst du, weil das eben auch für viele, das merke ich immer wieder im Gespräch, für uns ist jetzt normal mit dem Online-Format und so, vielleicht kannst du nochmal sagen, also ne, das Ganze ist bei uns hier komplett auf online. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie läuft jetzt so von den Rahmenbedingungen her ein Seminar bei dir ab, wenn wir jetzt mit dem Körper reden und dann nur online? Wie geht das denn? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt, als ich angefangen habe, online zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, dass es etwas gibt, was es sehr einfach macht. Das heißt ausprobieren. Ja, wenn ich was zeige, jetzt bei Zoom ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch noch mit separaten Videos, wo ich dann die Kamera halt immer auch auf die Körperteile dann einstelle, mit denen ich dann arbeite und wozu ich dann was erzähle. Das kann man sich so vorstellen, dass es so wie kleine Lehrvideos sind, wo ich zum Beispiel sage, ich erkläre etwas, damit man so mental sich einschwingen kann. Zum Beispiel, gehen wir mal zu dem Thema Nieren. Die Nieren sind ja sehr groß auch im Loslassen von alten Emotionen beteiligt. Und ich finde es immer ganz wichtig, wenn wir Loslassarbeit machen, dass wir zum Beispiel auch erstmal unsere Nieren aktivieren. Das erkläre ich also kurz. Die Nieren zu aktivieren ist wichtig, um loszulassen. Und jetzt zeige ich dir, wie das geht. Zum Beispiel in dem Fall dann richtig schön Hände warm reiben. Könnt ihr gleich mal richtig mitmachen. Ja, yeah, wir kriegen gleich Zwischen bei dir. Dann hinten, da wo der untere Rippenbogen ist, da sitzen in etwa die Nieren. So. Also nicht so tief, wie manche denken, sondern so in etwa auf Taillenhöhe. Mhm. Dann kannst du die Nieren erstmal strömen einen Moment. Und dann hier hinten über den Po einfach die Hände nach unten so abstreifen. Und einfach so, genau, du darfst gehen, ich lasse dich los, darf in den Fluss kommen. Machen wir das zwei, dreimal. Die Hände richtig heiß reiben, richtig Feuer reinbringen. Und das auch wirklich so mit diesem Bewusstsein und dieser Freude, den Körper jetzt zu unterstützen, dass er was Altes loslassen darf. Und dann gehen wir wieder an die Nieren. Tief einatmen und beim Ausatmen gerne auch stöhnen und tönen. So. Oh. Oh. Und gerade das Tönen, also das ist mir auch immer ganz wichtig, den Frauen zu sagen, lass raus. Ja, alles was, oh. Das öffnet den Körper, das lässt los. Man kann natürlich auch stöhnen und zumachen, das ist dann eher so, oh, ne, wenn man den Körper so nach oben zieht oder. Aber das spürt man schon, ob das so ein oh, unten ist, was aufgeht. Und das übe ich mit den Frauen ganz viel auch. Überhaupt jede Berührung mit Tönen zu verbinden, um da überhaupt mal eine Referenz zu bekommen. Wie fühlt sich der Arm an, wenn ich den bewege? Was ist anders, wenn ich einen Ton dabei mache? Um wirklich zu spüren, wie dieser Fluss im Körper ist. Dann ist der nächste Step. Wenn man mit mir arbeitet, ich arbeite ganz viel mit Schütteln. So, wenn man diese vielleicht Osho-Kundalini-Meditation kennt, wo es wirklich darum geht, ganz wild alles rauszuschütteln, arbeite ich aber noch, sagen wir mal, sehr themenspezifisch. Beispiel.
Ich mag immer am liebsten praktische Beispiele. Wenn wir Angst haben, sitzt ein Teil der Angst körperlich, sag mal so, um das Kreuzbein, Iliosakralbereich, also wirklich so richtig runter, dann zum Steißbein und zum Anus. So da hinten wird es meistens hart, wenn Angst da ist. Also stehe ich dann mit meinen Frauen da und wir tönen und wir schütteln nur das Gesäß zum Beispiel mal eine Weile, damit sich die Muskeln sozusagen, das ist fast wie so ein Ausschlackern dann, was man macht, wo man sich so bewegt, dass der Körper richtig anfängt zu wobbeln, zu wappeln. Das, was man quasi vor anderen auf jeden Fall vermeiden würde zu tun, weil es nicht so sexy aussieht. Aber diese Bewegung, die dann im Fleisch entsteht, die fängt dann quasi an den Faszien zu ziehen. Und dann kommen dann auf einmal so durch die Bewegung eine Freiheit rein und ein Locker rein. Und da gucken wir aber dann auch sofort immer, welche Bilder kommen mit hoch. Weil oft, wenn wir aus dem Körper die Emotionen rausschütteln, was da alles steckt, kommen Erinnerungen und dann geht manchmal wieder irgendwas zu. Ja, das Herz geht zu oder da kommt so ein Schreck. Und durch Meditation und Heilreisen, die ich dann quasi nach dem mache, wenn alles so ein bisschen gelockert und angeregt ist, und da geht es halt in jeder Session auch zu einem anderen Körperteil hin und zu einer anderen Story, die da auch so drinsteckt, sodass einfach auch ein Querschnitt der Themen ist. Ja, sexuelle Scham, vielleicht haben die Eltern komische Kommentare gemacht oder in der Umkleide, in der Schule. Das sind alles so kleine Situationen, die aber im Körper gespeichert sind. Und indem wir die dann Stück für Stück quasi so rausschütteln, ins Bewusstsein holen und dann gucken wir einfach da auch zusammen diesen Reframe zu machen. Ne? Du gehst einfach nochmal liebevoll in diese Situation rein. Ich gucke dann auch immer schamanisch, bin ja auch Schamanin. Da gibt es da einfach noch Seelenanteile, die da auch mit zurückkommen wollen, damit einfach die Frau, bevor die in diese überhaupt, am liebsten natürlich schon, bevor sie schwanger ist, aber das geht auch genauso gut in der Schwangerschaft schon, zu gucken, wie kann ich wirklich Stück für Stück diese alten Erfahrungen loslassen, wie können diese Emotionen wieder in Fluss kommen, dass die Energie wieder fließt. Wow. Und so arbeiten wir quasi alle Anteile durch. Und was mich ganz besonders anspricht, ist auch die Archetypen der Frauen so mit hineinzunehmen. Weil gerade in diesem lustvollen Stöhnen, ja, da gibt es Anteile, die finden es vielleicht gerade recht peinlich, das auch vor anderen zu tun, wie vor einer Hebamme oder vor dem Partner. Na, da habe ich viele Frauen erlebt, die sagen, für die ist das so ein bisschen pornografisch, also so pornografisch belegt. Und das sind irgendwelche Schamgefühle, die halt noch die eigene Ahnenlinie mitbringt. Und da lohnt es sich und wir gehen dann einfach rein und lösen das auf. Ja, wir geben den Ahnen zurück, wir lassen los, wir machen uns in Frieden. Und was auch immer dann hochkommt, mit dem arbeiten wir einfach. Wow. So, das ist sehr komplex, aber auch unglaublich wirksam. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit euren Sachen zusammen, also ob die Frau das für sich macht, weil sie gebären möchte, oder ob sie das auch nur macht, um die Lustgöttin in sich zu erwecken, es ist auf jeden Fall sowas von zu empfehlen. Also ich würde nicht nur schwangeren Frauen empfehlen, diese Arbeit zu machen. Wahnsinn. Ich möchte mal gerade so ein bisschen zusammenfassen, weil es macht so man, ja. Und so genial, um das so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Genau, das heißt also bei deinem Seminar, das geht ja über 6 Wochen, ne? Das ist eines der großen langen Seminare innerhalb unserer Pool, den es zum Anbieten gibt. Genau, und das heißt, es geht über 6 Wochen mit 1 bis 2 Terminen pro Woche online. Ne? Die Termine sind auch immer sehr lang, also dass man wirklich tief tauchen kann, immer so 3 Stunden, meinte ich, zu erinnern. Ja. Genau, also wirklich tief tauchen in die Termine, in die Dinge. Natürlich auch bei dir werden wir mit all unseren Seminaren machen, das auch aufzeichnen. Das heißt, wenn man mal einen Termin nicht kann oder die Kinder zu sehr abgelenkt haben, dann kann man das absolut nachholen. Dann gibt es aber zusätzlich eben von dir auch Material, wie kleine Live, kleine Videos, Sequenzen, die man ja auch dann danach hat, ja, auch voll der Schatz, um vielleicht ein halbes Jahr später, wenn man das dann mit seinen Klienten, mit seinen schwangeren Frauen oder so anwenden will, ne, auch total toll, dass man sich da noch mal erinnern kann. Aber es ist ganz konkret was die Frauen erstmal selber machen. Oder? Also ja.
Ne? Erstmal wirklich selber machen, selbst erfahren, wie fühlt sich das an? Und so sind fast alles in unserem Seminar. Es gibt auch mehr wissenslastige Seminare, aber es ist insgesamt sehr so angeregt, ne? Dass wir das immer erstmal durch den eigenen Körper nehmen und integrieren, um es dann ja ganz anders und auch wiederum individuell weitergeben zu können. Aber das heißt, dass du ein riesiges Potpourri eigentlich, also nicht Potpourri, zusammenhängend aufeinander aufbauen, aber einen riesigen Schatz den Frauen zur Verfügung gibst, den sie dann weitergeben können, auf eine recht leichte, aber ja schon auch sehr intuitive Art und Weise. Ja. Ne? Verstanden. Wow. Absolut. Ja, das, mich begeistert das selber total, Amira, als du mich damals angeschrieben hattest, nachdem du meine Videos gesehen hast. Ich habe das schon als Jugendliche gewusst. Weißt du, ich war 15, als mein jüngster Bruder zu Hause geboren ist und es war niemand da. Also bin ich als Hebamme eingesprungen. Und das hat mich damals so berührt. Klar, das fünfte Kind kommt natürlich ein bisschen anders als das erste Kind. Aber für mich war klar, irgendwas muss beim Gebären auch einfach sein können. Sonst hätte das so zu Hause nicht geklappt, ne? Dass ich einfach das Kind in Empfang nehme. Und es hat mich so sehr berührt, dass mir schon immer klar war, ich möchte was machen, was in diese Lebendigkeit reinbringt. So, und dann bin ich zwar nicht Hebamme geworden, aber ich sehe mich eher als Hebamme, für Frauen, die wirklich so auch ihre eigene Kraft jetzt so nach außen bringen wollen, die sich sozusagen selber gebären wollen. Und das hängt ja so stark auch mit diesen Geburtsprozessen zusammen. Also wenn du dich als Frau neu gebärst, dann machst du im Prinzip die gleichen Übungen, die du machst, wenn du gebären möchtest. Und das ist dieses Geniale, wo ich gemerkt habe, boah, das passt ja eins zu eins zusammen. Genau, man muss es gar nicht trennen. Das ist jetzt auch das, was bei uns ja jetzt neu ist. Wir haben wirklich die Ausbildung Orgasmic Birth Business genannt, ne, weil es bei uns ja auch um Moneyflow und Mindset geht, aber auch um dieses Geburtswissen und die Spezifikation auch zum Orgasmic Birth, ja. Und wir waren am Anfang eben wirklich nur sehr auf diese Lustgeburt-Coach-Richtung, aber inzwischen hatten wir auch so viele Anfragen bekommen und auch schon die ersten Teilnehmerinnen, die sich angemeldet haben, dass wir es jetzt tatsächlich auch geöffnet haben, dass sich Frauen auch zum Lustcoach zertifizieren lassen können. Dass dann am Ende der 4 Monate wir gemeinsam gucken, ne, je nachdem, welche, wenn das eine Frau ist, die eh schon eine Ausbildung hat, dann ist es klar, ne, da hat die ja ihr Geburtspackage schon und hat sich jetzt die Spezifikationen dazu geholt. Und für eine andere Frau, die jetzt noch gar nicht geboren hat, aber andere Frauen eben in ihrer eigenen Lustgeburt, in ihrer eigenen Geburt, Weiblichkeitsgeburt begleiten möchte, ne, und dann weniger die Geburtsseminare nimmt, dann würden wir eben am Ende der 10 Monate gucken, was ist es denn? Ne? Also total in der Eigenverantwortung, weil wir ja gar nicht die sind, die entscheiden, du bist das und du bist das nicht. Ne? Haben wir auch bei uns festgestellt, das ist so oldschool, so ein System mögen wir gar nicht bedienen. Genau, also insofern ist es jetzt wirklich geöffnet und dein Seminar ist eins von denen, fast, also viele bei uns, die eigentlich für beides so gemacht. Ne? Ob ich jetzt Frauen zur Schwangerschaft, zur Geburt begleite oder eben Frauen in ihre eigene Selbstermächtigung und körperliche Ekstase und Befreiung, es ist ja im Endeffekt auch so zu machen. Ne? Aber es sind die gleichen Tools, wie du gesagt hast. Absolut. Ja. Du kannst diese Tools genauso bei Anorgasmie verwenden, weil es ja darum geht, die Energie in Fluss zu bringen. Ja? Ich habe auch gemerkt in meiner Zeit als Tantra-Masseurin, dass viele meiner Kollegen haben immer gesagt, naja, die stimulieren halt, bis die Energie hochschießt und dann kommt es zum Orgasmus und dann ist gut. Da habe ich immer gedacht, nee, so sehe ich das nicht. Für mich war viel spannender zu gucken, was braucht diese Frau, damit die Energie wieder fließt. Und nicht zu gucken, an welchen Punkt muss ich am längsten rubbeln, bis die Frau kommt, sondern wo hängt es denn wirklich? Wo ist innerlich eine Blockade oder wo ist eine Angst oder wo ist, ne, es gibt ja immer diese Ansicht auf, Frauen haben Missbrauch erfahren oder Gewalt und dann ist immer, sie müssen sich vor der Gewalt schützen. Aber wie oft Frauen auch, sagen wir mal, in der Hingabe im Bett lagen und der Mann sich umgedreht hat, geschlafen hat oder es nicht gemerkt hat oder was weiß ich, also wo die Hingabe und die Lust abgelehnt wurde, dass das genauso krasse Spuren im System hinterlässt, auch in der eigenen Orgasmusfähigkeit, nämlich die Entscheidung, die man aus solchen Situationen trifft. Und ich habe einfach gemerkt, das geht alles so sehr Hand in Hand. Und gerade wenn ich, also
ich finde, den Beckenboden zu massieren, ja, in der Schwangerschaft ganz, ganz toll. Aber auch wenn du nicht schwanger bist als Frau, ist eine gute Beckenbodenmassage, auch Analmassage, unglaublich hilfreich, um wieder diese eigene Lebendigkeit und orgastische Wellen im Körper und im eigenen Sein zu erzeugen. Und wenn da alles fest ist, weil Existenzängste da sind oder weil ja das Gefühl von Sicherheit nicht da ist, jetzt nicht nur beim Gebären, sondern manchmal auch beim Liebemachen, fühlen sich manche auch nicht sicher aus irgendeinem Grund, den sie vielleicht verbal gar nicht benennen können. Aber wenn wir in die Körperarbeit einsteigen und wenn wir auch gucken in der Eigenmassage von Perineum und Damm, mal diese alte Wut auch zu fühlen und diese Energie zu lernen zu nutzen, anstatt sie immer nur deckeln zu müssen. Da setzen sich einfach Kraftreserven frei. Das ist unglaublich. Und das führt Stück für Stück in ein orgastischeres Empfinden hinein. Und das ist für mich pure Lebensqualität, ja, ganz unabhängig davon, ob ich einen Partner habe oder ob ich schwanger bin und bald ein Kind bekommen werde. Ne? Deswegen liegt das auch so wahnsinnig am Herzen, ja, weil ich da selber einen sehr langen Weg halt auf diesem Gebiet gegangen bin. Genau. Also die Frauen bekommen durch dich wirklich eine Expertin, du sagst immer aus dem Tantra und Wahnsinn. Und es ist das Schöne an diesem Seminar, du machst es eigentlich, ja, um später es anderen weitergeben zu können, aber davor darfst du es alles für dich machen und für dich deine Wutthemen, deine Traumata, deine Schmerzkörper und so weiter in dein orgasmisches Wandeln, eben vom Schmerzkörper zur Ekstase, so heißt der Ja. Seminar. Es startet ja im Februar. Insofern, es ist übrigens offen für alle Frauen, nebenbei bemerkt. Also auch wenn, Absolut. genau, auch für die Frauen, die jetzt nicht als Ziel haben, das weiterzugeben oder Geburtscoach zu werden oder bei uns die große Ausbildung zu machen. Wir vergeben immer also die Frauen, die bei uns in der Ausbildung sind, die haben es ein bisschen günstiger. Es lohnt sich die Ausbildung auch, wenn du mehr als an nur einem Seminar interessiert bist. Lohnt sich die Ausbildung total, weil du dann alles wirklich ein Drittel günstiger bekommst als externe Frauen, aber eben auch die sind eingeladen, dabei zu sein in deinem wundervollen Seminar, das sich echt lohnt und 6 Wochen ist auch echt intensiv. Wow, also ich glaube, da geht man anders raus. Jetzt schon beim Zuhören. Aber weißt du, was total schön ist? Im Februar ist ja auch der Valentinstag, ja? Und der Valentinstag steht ja bei vielen Menschen so doch für die Liebe. Und wenn sie einen Partner haben, dann gibt es Blumen und Herzen und was weiß ich nicht alles. Aber die keinen Partner haben, sind an den Tagen manchmal ziemlich traurig. Und ich muss sagen, wenn du begreifst, dass du dir selbst das größte Geschenk machst, wenn du mit dir selber lustvoll bist und dann auch andere Leute Lust haben, dich kennenzulernen, kannst du dir eigentlich zum Valentinstag nichts Besseres schenken, ne? Ja, wow. Ich gucke jetzt einmal kurz rein. Ich würde noch ganz kurz in die Runde fragen, wenn es Fragen gibt, dann könnt ihr das kommentieren gerade noch unter Facebook. Ich werde noch in die Beschreibung, das habe ich jetzt auch vergessen, ich werde noch den Link zur Facebook-Gruppe, das ersetzt unsere Homepage von der Ausbildung. Da findet ihr Übersicht über die Seminare, die Preise, die ihr euch anmelden könnt und eben noch andere Dozenten, die sich vorstellen und ihre Arbeit auch in Videoform. Genau, also das werde ich auf jeden Fall noch reingeben. Aber vielleicht gibt es jetzt auch noch gerade aktuell Fragen an Tabitha, was ihr noch loswerden wollt. Ich weiß auch gar nicht, wer hier live zuschaut. Ah, ich sehe gerade niemand. Nein, ich habe es nicht öffentlich gestellt. Sehr gut. Das muss ich erst danach machen. Gut, dann werden wir es danach sehen. Ja, genau, Alles gut. aber auf jeden Fall, genau, ihr könnt nachträglich gerne noch Kommentare und Fragen drunter stellen, die werden wir euch dann noch mit unserem Herzen, unserer Joni beantworten, vielleicht auch unser Kopf ein bisschen. Genau, und ja, Tabitha, vielen, vielen Dank, Wahnsinn, dass du dir Zeit genommen hast und was du alles kannst und anbietest. Ich bin echt om und ich freue mich so, ja, so toll, so tolle Frauen hier versammelt zu haben und gegenseitig voneinander zu lernen, so schön. Genau, Ja. hast du noch ein Schlusswort? Magst du mit alles? Ja, also ich möchte es wirklich jeder Frau ans Herz legen, zu gucken, was brauchst du, um wirklich deine Göttinnenkraft zu leben, um deine Weiblichkeit zu leben und um aus diesem, ich sag mal so, Hassel-Hassel-Hassel-Modus rauszukommen und in dieses weibliche Fließen zu kommen und in dieses Einatmen und Ausatmen. Und ja, wenn es nichts ist,
dann atme es aus, dann atme nachher was Neues wieder ein. Also dieses Sachen auch viel leichter wieder loszulassen und wieder leichter anzunehmen. Diese unglaubliche Leichtigkeit, ich glaube, darin liegt wirklich die Magie der neuen Zeit. Und das hängt einfach wirklich damit zusammen, unseren alten Schmerz jetzt endlich mal hinter uns zu lassen und zu sagen, wir packen Stück für Stück für Stück und machen was Lustvolles und was Schönes draus. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Tabitha, für deine Zeit und deine tollen Worte und Übungen und danke euch da draußen fürs Zuschauen und meldet euch gerne mit Fragen auf dem PN oder in den Kommentaren. Alles Liebe, tschüss! Ja. Tschüss, alles Liebe und danke dir, Amira. Bei dir zu sein ist immer schön. Danke, tschüss.